Wir kommen heute mal wieder zu einer Reise durch die Clicker Idle und Incremental Games. Als nächstes geht es jetzt mal wieder bei Pickkräfter weiter. Ich habe mal wieder eine Reihe von 16 Tagen vervollständigt. Ich bekomme heute eine weitere, ja, was ist das, eine Diamantkiste. Mal gucken, ob zufällig mal wieder eine Spitzhacke drin liegt. Nein, aber immerhin einige Items, drei Scherben immerhin. Da hatte ich auch aktuell eine weitere Diamantkiste, die 16 Stunden gebraucht hat, um sie zu öffnen. Und da ebenfalls weitere nette Items, Artefakte, auch wieder drei Scherben. Das ist sehr schön. So, dann gucken wir mal, was in der klassischen Kiste noch mit drin ist. Okay, ein Tiki-Stab. So, mal gucken, ob ich noch eine schnelle Aufschaltung bekomme. Nein. Also ich bin immer noch im 30. Reset oder beziehungsweise vor dem 31. und habe ja weiterhin gesagt, ich mache das erst, wenn ich die Scherben voll habe, und heute ist es noch nicht der Fall. Besonders die legendäre Maschine vom Ende ist noch am knausrigsten. Die ist tatsächlich am weitesten zurück, hat erst 16 von 23. Und da werde ich jetzt gleich mal die nächste Stab, ja, nicht mal genug für den nächsten Klotz. Also, was ist passiert? Es gab einige kleinere Events, die ich zumindest hier noch nachvollziehen kann, weil ich natürlich dadurch, dass ich noch nicht resettet habe, habe ich hier den ganzen Klimbim noch drin. Also zeitlich bedingt, es gab das mit dem Klee, das Karotten-Event war, glaube ich, das Oster mit dem Hasen. Das Klee war so ein Lucky-Event. Dann gab es zwischendurch jetzt ein Promotion-Event, das war mit diesem Puppy. Da war der Hund als zusätzlicher Boss zur Verfügung gestanden, weil sie halt ein neues Spiel gelauncht haben, wo man eben so einen Hund mit irgendwelchen Sachen, also irgendwie so ein Click-Game, den füttern kann. Dann das Cupids, das war so ein Armor-Event-Spiel, hier eben das, die Sachen von dem Hasen noch. Die anderen sind die klassischen 5 Bosse, die es immer wieder gilt zu besiegen, und wie ihr seht hier, also meine Fragmente sind aktuell noch nicht so ausgeprägt, dass ich eben den nächsten 10er zusammen habe. Ah, okay, eine Kiste bringt er mir jetzt schon vorbei, dann machen wir die gleich mal, dann muss ich die nicht selber bauen, aber es ist trotzdem wieder nur eine Eisenkiste, also die Kisten. Es ist irgendwie sehr, sehr selten geworden, mal was anderes als eine Eisenkiste zu machen, dass ich jetzt tatsächlich meine Diamantenkiste habe. Vielleicht war es eine von 20. Schwer zu sagen, dass tatsächlich mal so eine andere Kiste auftaucht, weil ich gehe höchstens noch 2 oder 3 Mal am Tag rein, mache dann halt so lange, bis die nächste Kiste wieder aufgefüllt ist, und gehe dann wieder weiter. Was ist das denn? Ist der Bunny, das Bunny-Häschen wieder da? Okay, schauen wir gleich mal, welcher da jetzt auftaucht. Wäre merkwürdig, wenn der jetzt wieder aktiviert ist. Aber ja, die Bunnies sind wieder da. Also, der mit der Narbe auf der linken Seite. Okay, von links nach rechts. Keine Ahnung, warum sie die Business Bunny jetzt wieder eingebaut haben und ob es irgendeinen neuen Effekt gibt. Oder vielleicht haben sie jetzt auch alle Bosse wieder reingehört. Ja, jetzt gibt es wieder die Karotten zurück. Okay. Mal gucken, dann müsste ja eigentlich hier im Haus, also wenn es jetzt kein Fehler war, dass der wieder aufgetaucht ist, dann müssten doch hier eigentlich die Karotten wieder zum irgendwas kaufen sein. Wobei es gab, glaube ich, für die Karotten hier keine Upgrades. Weil das umgekehrt, bei dem Hund ist es nämlich auch so gewesen, da gab es sowohl hier eben solche Bonus-Items, solche Boss-Bonus-Items für PBS, als auch eine Spitzhacke. Das gab es bei den anderen nicht unbedingt. Aber deswegen gehen wir mal nach und nach durch. Also die neuen Spitzhacken, die ich seit dem letzten Mal gefunden habe. Also eine arktische Spitzhacke. Okay, aufleveln kann sie eigentlich nicht sein, weil ich habe sie ja schon gehabt. Also beziehungsweise habe ich ja noch nicht resettet seitdem. Die Herzspitzhacke war, glaube ich, doch, die war von dem Kyber-Ding. Das heißt, die ist schon älter. Gut, hier sind immer noch die beiden, die als neu angekündigt sind. Mal sehen, wann die tatsächlich dazukommen. Und letztlich hier, das sind so die Spitzhacken, die angeblich noch in Truhen gefunden werden können, auch außerhalb von Events. Und das mit den Erntedanksachen, da keine Ahnung, ob das da eben einfach noch nicht bei Steam war, weswegen ich das Event ja nicht mitmachen konnte. Oder ich das Spiel einfach noch nicht gefunden hatte. Ach genau, das Ding heißt arktische Kupferspitzhacke. Okay.
Genau, also was ist der Effekt der arktischen Kupferspitzhacke, dass es im Endeffekt zu einer Blockexplosion führt? Also jetzt kein so spezieller Effekt. Das andere war dann jetzt die Laserspitzhacke, das war das Ding hier. Das macht dann wieder das hier, den Laser zu überladen. Bei der Knochenspitzhacke ist es so, dass sie angeblich eine Chance hat, einen Wolf zu finden, wenn ein Block zerstört wird, aber ich habe es noch nicht bemerkt, dass sie das tatsächlich hätte. So, die Feuerspitzhacke, die ich da jetzt noch gefunden habe, bei der steht, dass sie einen Block zusätzlich zerstört, was aber jetzt für mich dann auch nicht so relevant ist, weil ich ja durch die Skillbäume, mal gucken, hier, okay, kann ich schon den nächsten Punkt aktivieren. Also ich habe jetzt schon 92 Fertigkeitspunkte in Reserve, die ich momentan nicht ausgeben kann, solange ich eben nicht mit dem nächsten Prestige mehr Enderaugen, Enderperlen zur Verfügung habe, um hier weitere Transzendenzen zu kaufen. So, mit den zusätzlichen Perlen. Genau, also 12 hinzugefügte Blöcke pro zerstörten Block habe ich sowieso schon. Das heißt, da bringt mir jetzt dieser eine Block mehr auch nicht wirklich was. So, und dann haben wir hier eben noch die Doggy-Spitzhacke. Das wäre eben die Event-Spitzhacke. Die musste man gegen die Knochen, die man durch diesen Hund bekommen hat, einkaufen. Das können wir gleich mal noch testen. Weil ich habe noch nicht gesehen, dass ich dort... Achso, habe ich die jetzt eigentlich... Okay, 1 Minute 20, ich habe die andere jetzt schon aktiviert gehabt. Meine Monsterspitzhacke. Das heißt, in 1 Minute 20 können wir das dann gleich mal testen, wie da, was da für Knochen auftauchen sollen und was es dann bedeutet, dass da irgendwas explodiert und wie schnell oder wie viele ich dann da bekomme. So, ansonsten eben gehen wir noch mal zu der Übersicht von den Items. Weil klar, da hat sich jetzt nichts geändert, aber bei den Bossen ist inzwischen die verschiedenen dazugekommen. Das heißt, hier sind die klassischen Hexe, Fleischklops, der Riptide, der Maulwurf und der Gork, die natürlich generell immer wieder auftauchen. Da bin ich immer noch um die 100, was die Stufen angeht. Bei dem anderen, also Hasen, sind anscheinend eine ganze Menge gekillt worden. Da bin ich ziemlich weit hinten dran, da habe ich nicht allzu viel mitgemacht. Ansonsten bei dem Herzchen, das die verliebten Creepers gemacht hat oder dabei helfen sollte, dass sie sich ineinander verlieben, da bin ich bis Level 99 und bis zur Diamant-Trophäe gekommen und bei dem Doggy zumindest 50 und Smaragd-Trophäe, ja, die jetzt im Moment halt so nicht ohne weiteres auftauchen. Also keine Ahnung, ob das mit dem Hasen da jetzt Zufall war. Ansonsten sind hier auch die Items. Man konnte Doggo-Schlüssel kaufen. Der Hut war, glaube ich, nur einmal verfügbar, deswegen konnte man den nicht mehrfach kaufen. Wobei hier eben auch nicht draufsteht, wie viele Items das sind. Kann man nur rückrechnen aus den Werten, die halt ein so ein Ding hat. Weil ich davon ja jetzt schon mehrere drin habe. Das ist angenehmer, wenn hier, mal gucken, hier ist dieser, nee, das ist das Rentier. Ach so, genau, das war jetzt in der Event. Also es ging um den Wolf. Die eine Spitzhacke soll ja mehr Wölfe ermöglichen, aber ich habe die ein, zweimal durchlaufen lassen und habe nicht gesehen, dass einer hinzugekommen ist. Also keine Ahnung, wie hoch die Chance tatsächlich ist, um damit einen Wolf zu bekommen. Ja, ansonsten, okay, hoch 49, also 49, das heißt 50, 27, 28 Items fehlen mir hier noch, wo auch immer die genau stecken. Und ansonsten eben weiterhin das Ziel, erstmal diese Frost, also diese Maschinen zu aktivieren, bevor ich den nächsten Reset tatsächlich dann durchführen werde. So, dann machen wir jetzt mal die Doggy-Spitzhacke und gucken mal, was die für einen Effekt hat. Ob sie überhaupt wirklich einen Effekt hat. Und wie, also genau, aktivieren wir erstmal den da, weil davon habe ich ja mehr als genug. Und jetzt mal gucken. Ah ja, doch, Block-Explosion. Okay, da fallen Knochen runter und ich kann die dann aktivieren und habe dann ziemlich schnell die, ja, die nötigen Blöcke, um das Monster zu rufen. So, mal gucken, ob ich heute ein bisschen mehr Glück habe. Naja, immerhin, das ist auch nicht sehr oft, dass ich überhaupt ja, solche Fähigkeitenteile bekomme. Da müsste doch eigentlich mal irgendwas wieder aufgelevelt werden können, aber im Moment nicht. Ja, mit 800 Items ist es auch immens, den habe ich noch nicht gefunden. Ich weiß gar nicht, ist der neu? Auf jeden Fall habe ich nicht allzu viele Endertruhen bisher geöffnet.
weil dazu müsste ich mehr Resets machen, aber Resets sind aktuell nicht sinnvoll. Ich habe noch eine Artefaktposition hinzugefügt, weswegen ich inzwischen 6 ausrüsten kann. Das erscheint mir immer noch das einzig Sinnvollste, diese Dinge auszugeben, als für irgendwelche kurzfristigen Effekte. So, und dann gehen wir jetzt gehen wir erstmal wieder dahin, die Spitzhacke auf die Monster zu ändern. Meine klassische Monster-Spitzhacke. Vielleicht probieren wir dann eine Spitzhacke von den neuen noch aus. Gezeigt habe ich euch jetzt alle neuen, die dazugekommen sind. Das war eben die Dobby-Spitzhacke als letztes. Alles andere ist schon aus älteren Folgen bekannt. Der Boli, der ist sehr entspannt und angenehm, weil da kann ich tatsächlich einfach nur die Maulwürfe anklicken. Und gerade wenn die Rothüte kommen, geht es umso schneller vorbei. So, gibt es noch ein weiteres Fragment? Jawohl, ein Fragment und eine Maulwurfsseele. Da gibt es auch noch einige, die ich dann benötige, um natürlich die nächste Stufe freizuhalten. Ich weiß nicht, ob Moli gerade schon aufgestiegen ist. Also Moli ist auch schon auf Stufe 5. Nur der Hexenbesen ist noch auf Stufe 4 und Fleischklops auch. Fleischklops brauche ich auch nur noch einen. Ja, anscheinend ist der Hase wieder da. Also keine Ahnung, warum die Bunnies wieder da sind. Machen wir mal gleich noch das nächste Bunny und schauen wir mal, inwieweit die jetzt eigentlich noch was droppen. Also beziehungsweise, sie haben ja eigentlich schon was gedroppt. Der hatte doch vorhin auch schon diesen BB gebrandmarkte Seelenkarotte, aber ich kann die Seelenkarotten nirgendwo ausgeben. Genau, also wie gesagt, das hier sind die Items von den anderen Zwischenbossen, die als Event aufgetaucht sind. Und ja, gucken wir nochmal, wie hoch jetzt eigentlich hier, wobei ich bin ja immer im Ende. Das heißt hier 1.000.000 Endesteine, die sich inzwischen angesammelt haben. Deswegen, also von Steinen und so weiter, da brauche ich nicht allzu viel. Da habe ich aktuell keinen Bedarf oder keine Notwendigkeit, aber eben der Reset mit nur 3 ist mir im Moment zu wenig. Ich will am wenigsten 4 haben. Also ich kann für 3 eine Endertruhe kaufen, aber mir geht es eher darum, dass ich eben dann die Bäume transzendiere. Also den Spielerbaum kann ich erstmal dann noch nicht transzendieren. Da bräuchte ich mindestens 2 Durchläufe, auch bei 4 Perlen. Den Truhenbaum und den Leerlaufbaum kann ich dann transzendieren. Im Moment ist mir am ehesten das der Truhenbaum, dass ich den auf jeden Fall machen werde, damit ich hier den ungeduldigen Schlossöffner noch weiter hochbekomme. Ich habe jetzt eben noch den 7. Bonuswert dazu bekommen, aber der hat von 6 nur auf 6,36 wieder angehoben. Also da ist auch wieder was kreuz und quer. Das heißt, es ist nicht konstant irgendwie 1% Zuwachs. Und mal sehen. Ja, im Gegenteil, das sind ja jetzt schon 13 Level, die eigentlich dazu kommen. Also es ist nicht so ganz klar, wie sich da das Teil tatsächlich zu ansteigt. Und es ist erstaunlich selten. Ich weiß nicht, ob diese Prozentzahl bei 6%, eine bei 16 Kisten, sollte normalerweise automatisch öffnen, aber ich habe nicht den Eindruck, dass es so oft passiert. Aber ich bin halt auch nicht mehr ganz so oft im Spiel, um hier alle 2 bis 3 Stunden tatsächlich eine so eine Kiste aufzumachen. Deswegen zieht sich das natürlich noch länger, wenn mehrere Tage da überhaupt nichts passiert. Also gucken wir mal, was hier jetzt noch die Items, die ich loswerden will. Weil ich brauche hier jetzt noch 2 Upgrades, damit ich die eine Errungenschaft abschließen kann. Und zwar jetzt 366 und dann wahrscheinlich nochmal knapp unter 400 von diesem grünen Pulver, damit ich dann tatsächlich auch das abschließen kann. Und dann einfach die anderen aufleveln kann, so wie es mir gerade am besten passt. Und ich hoffe, dass ich dann hier öfter ungeduldige Schlossöffner-Optionen bekomme. Also gucken wir mal, Spinnenseele hat einen ungeduldigen Schlossöffner. Und die habe ich hier jetzt natürlich, ja, die habe ich jetzt gerade auf 23. Da werde ich die natürlich nicht weiter aufheben und warten, dass die irgendwie sich sinnvoll verbessert. So, den Kaktuskumpel. Da ist kein Schlossöffner drin. Hast du einen Schlossöffner? Ja, du hast einen, dann bleibt der andere. Und Kupfermond. So, gar kein Schlossöffner. Hier auch nicht. Mal gucken, was lohnt sich mehr. Spitzhackenanzünder, Ofenforschung, reiche Mobs. Naja, das ist eigentlich nicht so relevant. Da kann ich den auch weg. Kann ich den auch verwerfen, dann den höheren stehen lassen. So, Eisenherz haben wir einen 9er.
Glückbringende Sachen, Meister der Picks. Seltener Blocksucher, kritische Treffer ist jetzt auch nicht so entscheidend, also kann ich den auch rausnehmen. So, Spukstock mit Meister der Picks. Ja, da kann der verworfen werden. Und die Einzelteile werfe ich auf jeden Fall. Selbst wenn da jetzt ein Wert dabei ist, lohnt sich das nicht extra wegen denen, das aufzuheben. So, und damit sind die auch schon wieder alle bereinigt. Und wir gucken uns das nächste Bunny an. So, die Brille mit Doppelbalken und rechts, links, grün. Okay, das war der falsche. Das heißt, blau auf der linken Seite. Jetzt wäre natürlich nochmal zu testen, ob sie jetzt das Ding eigentlich gefixt haben. Das möchte ich jetzt doch ganz gerne rausfinden, weil beim letzten Mal war es ja zumindest so, dass, ja, wenn die Zeit hier abgelaufen ist, eigentlich nicht wirklich irgendwas passiert ist. Und es ist immer noch so. Also sie haben das Ding zumindest nicht behoben, dass man irgendwie dann verlieren konnte. Das heißt, ihr müsst euch da nicht sonderlich beeilen. So, ja, ist wieder eine Morbe mit drin und leider nicht mal ein Fragment dabei. Also keine Ahnung, warum die Hasen wieder aktiviert sind. Vielleicht haben sie sich darüber beschwert, dass man die Hasentrophäe irgendwie nicht weiter ausbauen kann. Also bis zum nächsten Mal gehe ich davon aus, habe ich dann meine Maschinen zusammen. Auch wenn hier jetzt tatsächlich noch 7 Blöcke fehlen. Die anderen 3 sollten auf jeden Fall erledigt sein. Und dann mal sehen, wie weit das auch mit denen her ist. Also mit und ob noch irgendwelche Bosse zwischendurch auftauchen oder wie auch immer das Ganze dann abläuft. Auf jeden Fall heute gibt es da... Ah, Spitzhackenfähigkeit zurückgesetzt. Dann, welche probieren wir jetzt noch aus? Also das ist relativ uninteressant, weil wie gesagt, dass da jetzt ein Block mehr kommt, ist nicht so besonders. So, das mit den Dingern haben wir ausprobiert. So, die arktische Spitzhacke, ein Vorschlag führt zu einer Blockexplosion. Naja, das ist ja auch nicht so relevant. Was ist, ach genau, also entweder die Laserspitzhacke oder die Wolfspitzhacke. Tippen und halten, um deinen überladenen Laser loszulassen. Das war, glaube ich, auch nicht so spannend. Weil klar, das konnte man dann länger festhalten, aber der Effekt war auch nicht so groß. Also gucken wir nochmal, ob es vielleicht gelingt, einen Wolf zu bekommen. Genau, Chance, einen Wolf zu finden, wenn du einen Block zerstörst. Wobei, das ist ja nicht die Spezialfähigkeit, die aktiviert wird, sondern zerstört Blöcke mit einem Schlag. Aber gut, gucken wir mal, ob ich in der Zeit, während die dann durchläuft, weil so brauche ich natürlich noch ein bisschen länger mit dem normalen Schlag. Also ich habe im Moment 36 Wölfe. Gucken wir mal, wenn ich die aktiviere, ob ich dann in der Zeit zumindest, weil ihr seht, sie hat jetzt ihre Krallen ausgefahren und zerstört die Blöcke sehr, sehr schnell. Aber ich kann natürlich nicht einschätzen, ob sie es schafft, in der Zeit tatsächlich hier irgendeinen Wolf erscheinen zu lassen. Mit der nächsten Transzendenz für einen von den Skillbäumen oder vor allen Dingen erstmal dem Truhenbaum bin ich mal gespannt, wie viele von den über 90 Fertigkeitspunkten ich dann direkt wieder investieren kann. So, gleich ist die Spitzhackenfähigkeit abgelaufen. Und dann mal gucken, ob irgendwie ein Wolf aufgetaucht ist. Ansonsten ist die Wahrscheinlichkeit, anscheinend so einen Wolf zu finden, halt doch so gering, dass es aus meiner Sicht nicht wirklich lohnt, sich auf diese Spitzhacke zu setzen. Also es sind immer noch 36, es ist kein Wolf dazugekommen. Und einen Wolf zu finden, der dann irgendwie 5 PPS dazu bringt, tja, das ist die Frage, wozu diese ganzen Spitzhacken, wenn sie irgendwie keinen so richtig praktischen Effekt haben. Also deswegen, meine Lieblingsspitzhacke ist und bleibt die Creeper-Spitzhacke. Einfach von der Geschwindigkeit her. Und jetzt machen wir noch den letzten Boss für heute. So, erledigt. Und gibt es ein, ja, es gibt zumindest ein Fragment des Eisens und ein weiteres Artefakt. Natürlich dann direkt wieder verschrotten kann. So, ja, immerhin habe ich jetzt schon wieder durch die hohen, vor allen Dingen 150 zusammen. Das heißt, die Hälfte ist fast schon wieder geschafft, um eben dann das vorletzte Upgrade zu machen. Gehen wir noch mal einen ganz kurzen Blick auf die Errungenschaften.
Also das Letzte, was ich nämlich bekommen habe, war entsprechend eben die Pyro-Spitzhacke, also weil die eben dann doch noch gefunden wurde. Ist auch schon wieder ein bisschen her. Und eben die letzten drei sind jetzt eben das mit dem Legendary Artefakt, das ich eben auf Stufe 25 bringen muss, wo ich eben noch zwei Stufen brauche. Und ansonsten das andere sind halt die beiden Event-Sachen, die wahrscheinlich erst dann im September, Oktober irgendwo dann zur Verfügung stehen. Wobei das Spooky Event ist wahrscheinlich Halloween und das Gobble Gobble, genau, Harvest Event ist Erntedankfest irgendwo in der Dreh. Das heißt, mal sehen. Das heißt, bis dahin bleibt mir das Spiel auf jeden Fall noch erhalten, weil ich natürlich diese beiden Sachen abschließen möchte. Und ich hoffe, dass die beiden Events dann wieder zur Verfügung stehen und wiederholt werden. Aber bis dahin werde ich es eben entsprechend gemächlich angehen lassen und schauen, dass ich dann zumindest meine Blöcke aktiviere, also diese Maschinen aktivieren kann und die Dinger irgendwie einen Effekt haben. Also nochmal kurz gucken. Hier sind die Spitzhackenfähigkeit soll verlängert werden, was natürlich nur bei Zeit befristet ist. Bei so einer Explosion dürfte das wohl nichts bringen. Dann die Abkühlzeit zu verkürzen, wie oft auch immer die dann auftauchen, das werde ich dann sehen. Dann, dass die gepanzerten Creeper auftauchen, die dann wahrscheinlich stärker sind und mehr Blöcke auf einmal explodieren lassen und nicht nur hier die Menge an Blöcken, die da erscheint. Das ist natürlich das Relevanteste, eben mehr Enderperlen, wobei es eben schade ist, dass mir das nichts nutzt. Also mal sehen, wie teuer die Blöcke in der zweiten Stufe werden und wie viele Stufen man letztlich bekommen kann. Und 1% Wahrscheinlichkeit fürs Finden eines Glücksrads, also dieses komische Ding, was hier vorbeigeflogen ist. Ich habe das normalerweise, wenn ich das Spiel zwei oder dreimal am Tag starte und dann ein paar Mal die Spitzhacken oder halt einfach ein paar Blöcke abgebaut habe manuell, dass es dann normalerweise auftaucht. Das geht soweit immer ganz gut momentan, dass ich es dann nicht verpasse und es dann vorbeischwört, während ich gerade das Spiel nicht anschaue oder so. Also, soweit für heute von Pickkräfter und beim nächsten Mal dann hoffentlich endlich die Maschinen ausprobiert.